ich liebe Ananas auf Pizza. Viele sagen, wie kannst du das bestellen? Mhm. Ich denke mir, ich liebe das. Vanessa, war so schön, dass du gekommen bist. Vielen, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Yes, danke fürs Kommen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Unser Talk. It's all happening. Du, wir haben uns jetzt schon letzte Woche haben wir uns kennengelernt. Voll. Vorletzte. Auf der Pride, ja. Auf jeden Fall. Das war so nett, bitte, dass ihr da ein Stück mit uns gegangen seid. Und dann haben wir uns ja irgendwie immer wieder mal gesehen. Wie hat es denn gefallen auf der Pride? Die Pride war mega cool. Also ich finde auch, die Pride ist immer so das, der schönste Tag im Jahr für mich. Wirklich? Ja, ich finde es wirklich, weil einfach du hast so viele Leute, die dir einfach so viel Support schenken. Und irgendwie ist jeder da so eine große Family, habe ich das Gefühl. Voll. Und man fühlt sich so akzeptiert einfach, weil man weiß, man kämpft da gemeinsam auf der Straße für seine Rechte, sagen wir mal so, und das ist mega. Du hast so viele Fotos machen müssen, es erkennt dich jeder irgendwie auch. Natürlich, also du bist ja auch sehr individuell in meinen Augen und besonders rausgestochen, auch bei den KandidatInnen jetzt bei Stamina. Du bist so generell eher zurückgezogen, zumindest wirkst du so auf mich. Mhm. Wie geht's dir so mit dem Ansturm? Ja, also... Ist das gut? Nervt das? Nerven überhaupt nicht, also ich finde es... Echt, es ist für mich so, wann realisiere ich das endlich, dass das wirklich alles so stattfindet? Weil wirklich, dass dann Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, ich kenne dich, ich finde dich so cool und können wir ein Bild machen, ist ein Moment von, wow, also passiert das gerade wirklich? Und dann am Abend habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wie viele Leute da wirklich, also eigentlich mir gesagt haben, wie toll das ist, was ich mache. Und das finde ich, ist eine wunderschöne Bestätigung einfach für das, was ich mache, sozusagen. Ja, das ist eine wunderschöne Stimme und ich meine, es stand ja auch überall und egal, wenn man über dich nachliest, wird immer gleich der erste Moment beschrieben, an dem du da, den du uns da geschenkt hast bei Stamina, weil das einfach sofort so klar war, dass du jeden Song irgendwie zu deinem eigenen machst und wenn man dir so zuhört und wie du singst und worüber du singst und was du sagst und wie du dich gibst, hat man dann auch das Gefühl, das ist schon, du denkst so große Dinge. Und so schwere Dinge auch, kommt mir vor, jetzt auch mit deiner Single, die du veröffentlicht hast. Mhm. Deine Richtung, das ist ja auch jetzt nicht so eine Larifari-Hopsa-Geschichtel. mich interessiert es halt, wo kommt das her, wo kommt dieses große Denken her? Boah, das ist ganz schwierig. Ich kann es mir halt selber nicht beantworten. Aber ich denke halt viel nach. Mhm. Und ich habe mir halt wirklich immer gedacht, wie mache ich jetzt das Beste draus und wie ist es halt 100% Nessie einfach. Ja. Und das war halt, ich möchte mich nicht verstellen und ich habe halt einfach immer diese Emotion, die ich halt gespürt habe in dem Song, als ich ihn angehört habe, habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das jetzt zu meiner Emotion machen? Ich muss ja nicht unbedingt dasselbe jetzt fühlen, wie zum Beispiel die Sängerin oder der Sänger, die das geschrieben oder gesungen hat. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt irgendwie zu meinem eigenen Ding. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich da so gemacht habe. Ja. Hast du nach der Castingshow, das war ja auch eine sehr intensive Zeit, nehme ich an, wie ging es dir da? Du hast ja ein bisschen gebraucht, bis man was von dir gehört hat, was auch normal ist, ja, weil auch irgendwie, das schaut dann immer so leicht aus für die Außenwelt, dass man irgendwie einen Song released und man hat irgendwie Content produziert, aber es ist ja auch ganz viel Arbeit. Mhm. Aber wie hast du die Zeit genutzt und welche Gedanken hattest du in der Zeit? Boah, also wie es dann aus war, war ich natürlich irgendwo extrem traurig, weil ich mir gedacht habe, boah, es war eigentlich so cool mit den Kandidaten immer. Einfach, das war mega, weil wir irgendwie so eine Familie waren einfach. Mhm. Aber es hat mich auch extrem erleichtert, dass es vorbei war. Einfach aus dem Grund, weil es mir dann wirklich auch körperlich nicht mehr so toll gegangen ist dann am Ende. Und da war ich dann einfach so und habe dann wirklich einmal den ganzen Tag nur geschlafen. Also es war dann wirklich so ein Nachholen und einmal den ganzen Stress verarbeiten. Und dann habe ich wirklich die ganzen Eindrücke mal richtig verarbeiten können, weil ich wusste, okay, jetzt ist am Freitag keine Show mehr. Jetzt habe ich Zeit und jetzt kann ich mal über alles nachdenken. Ja, das wird euch auch für immer verbinden. Das haben ja wir auch. Das ist extrem schön. Wir haben immer noch Kontakt auch zu... Also wir zwar auch mal immer noch. Wir haben immer noch lose, treffen uns ab und zu. Aber das ist will stay forever. Du, der Song ist raus. Das Video, wann das kommt, das Video ja auch schon. Wie sehr hast du dich da künstlerisch ausgetobt? Wo war da, wo hast du gesagt, okay, ich habe eine Vision, ich weiß, wie das ausschauen muss.
Ja. Talk me through. Also zum Beispiel beim Video, das mit der Badewanne, das fand ich so eine coole Idee, obwohl es halt von manchen habe ich jetzt vom Feedback her, haben gesagt, sie verstehen das nicht ganz, wieso Wasser, wieso Badewanne. Aber das war eher das Gefühl von Untergehen in diesem Gefühl und das wollte ich damit sozusagen irgendwie so bildlich darstellen. Mhm. Das fand ich halt irgendwie so, ich weiß nicht, die Idee dran fand ich irgendwie mega cool. Deswegen bedeutet mir der Song, glaube ich, auch so viel, weil ich einfach so viel verbinde damit. Einfach, Ist doch wirklich sehr schön geworden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, Gratulation. Danke. Aber man hat so das Gefühl, du wirst sowieso nie was rausbringen, was dir nicht irgendwie viel bedeuten wird. Ja, bin ich. Ja, ich glaube auch nicht. Ehrlich gesagt, einfach weil ich halt so, was bringt es mir, wenn ich mich nicht 100% damit identifizieren kann, was ich sage? Mhm. Also ich finde, das ist immer... Ich weiß nicht, ich verstell mich nicht gerne. Also ist das eine wahre Geschichte? Also, worum es geht in dem Song, ja. Und ist das schon vor längerer Zeit passiert oder war das jetzt noch zusätzlich zu dem ganzen Fernsehstress, dass du den Ding auch noch kommt hast und so? Nein, das ist schon vor längerer Zeit passiert. Aber es ist halt immer noch so ein bisschen in meinem Kopf hängen geblieben einfach. Und da habe ich mir gedacht, so jetzt endgültig, jetzt schreibst du ein Lied drüber, weil ich musste diese Emotionen dann irgendwie nutzen einfach. Und da dachte ich mir... Geht schon. Und dann ist der Song entstanden und ich war auch echt zufrieden damit. Gab es denn sonst irgendwas, außer der Musik, wo du gesagt hast, das würde ich irgendwie gerne, keine Ahnung, das ist mein Beruf, das würde mir gefallen oder so, oder hast du immer nur über Musik gedacht, nachgedacht? Boah, also ich habe schon immer gern Musik gemacht, aber wirklich, dass ich so gesagt habe, ich könnte mir das beruflich vorstellen, war dann noch nicht so früh der Gedanke da. Und wenn ich hätte es natürlich immer gerne so komplett gemacht, also alles auf die Musik setzen und so. Aber ich habe dann auch gedacht, ich finde Polizistin sein cool. Mhm. Einfach weil es von meinem Papa ist Polizist und der hat dann damals ist immer mit mir so ein bisschen herumgesportelt und zum Beispiel bei Sportarten, ich habe damals alles ausprobiert und bei allem habe ich dann gesagt, das interessiert mich nicht mehr. Also ich bin dann wirklich nicht mehr hingegangen und dann heimgegangen, habe mich mit der Gitarre hingesetzt und dann ist losgegangen. Also es war dann immer eigentlich die Musik, die dann komplett herausgestochen hat. Das war wie so ein Zeichen einfach. Und dann habe ich gewusst, okay. Ja, sehr beeindruckend. Das Gitarrenspiel hast du ja auch selbst beigebracht. Ja. Wir kommen zu einer anderen Kategorie, nämlich dem Word-Rap. Wir würden dich bitten, dass du diese Sätze, die wir da uns vorher ausgedacht haben, wahrheitsgetreu on camera beantwortest bzw. vervollständigst. Mein absoluter All-Time-Favorite-Hit ist... Oh Gott. Also ich ändere das ziemlich schnell. Das ist ja jetzt mein Favorite-Hit für die Woche. Aber Lost Cause von Billie Eilish finde ich gerade echt cool. Okay. Da tanze ich in meinem Badezimmer dazu. Das ist ziemlich witzig. Aber okay, ja. Nice. Ist Billie Eilish auch so gerade the star for you, the inspiration? Ja, würde ich schon sagen. Auch weil sie styletechnisch eher immer ein bisschen maskuliner war damals. Mhm. Aber das hat mir dann halt gezeigt, okay, vielleicht musst du gar nicht diese enge Hose anziehen, weil sie macht es auch nicht. Und das war halt dann so cool, weil sie dann auch so viel Positives bekommen hat. Das hat mich dann so extrem ermutigt, dass ich halt wieder auch ein Stück weit in Richtung Nessie gegangen bin. Ja. Und das war dann halt auch, das hat mir echt weitergeholfen damals. Also sie und ihre Musik natürlich auch. Meine persönliche Superpower ist? Ich glaube, ich kann ziemlich gut mit Menschen. Und ich bin, ja, das würde ich sagen. Ich habe niemanden, wo ich sage, okay, den kann ich überhaupt nicht leiden. Das finde ich irgendwie cool. Ja, ja. Ich auch ziemlich cool. Ja. Bemerkenswert. Ich bin schnell genervt von homophoben und rassistischen Aussagen. Ja. Das geht für mich gar nicht. Also da muss ich, da stellt es mir alle Haare auf, einfach weil, nee, das hat dann nichts mehr verloren einfach. Mhm. Ja, Respektlosigkeit einfach in general. Ja. Das finde ich so. Ja, und es ist so schwierig, weil darauf genervt zu reagieren ist das Legitimste ever. Mhm. Aber leider kommt man damit dann nicht weit. Und dann irgendwie die Kraft aufzubringen, irgendwie noch immer empathisch zu sein und wohlwollend zu sein, ist echt eine Challenge. Aber ich verstehe dich voll. Zu 100%. Also ich lese manchmal Sachen und denke, ja, nein. Mhm. Aber es ist, ich reagiere da nicht drauf oder so, sondern einfach, weil das... gibt dann noch mehr Aufmerksamkeit auf das, was sie sagen. Mhm. Und ich denke mir dann halt meinen Teil und gerade auch die Pride war dann so eine Bestätigung einfach, wir sind ein Team und wir haben alle das Recht. Absolut. So. Ja.
die nächste Frage passt jetzt super dazu. Mein Markenzeichen ist. Ich glaube, meine Haube. Ja, ja. Für mich wünsche ich mir, dass meine Family glücklich ist, dass sie ihr gut geht, dass mir auch in Zukunft das, was ich mache, immer noch so viel Spaß macht wie jetzt, dass ich gesundheitlich okay bin, halt so die Sachen, die einfach dazugehören. Yes. Naja, dann kommen wir noch zur nächsten Rubrik, die sich da nennt Entweder oder. Oh, okay. Wir starten mal knallhart. Okay. Süß oder pikant? Eher pikant. Ja. Ja. Bist du da eine von uns, gell? Also lieber ja. Leberkast, der meine, das wäre Wunschkrapfer. Oder ja. Bist du... Okay. Ja. 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 Welcher Typ bist du? Schauen wir mal oder let's go? Let's go. Geil. Immer. Also ja. Ich finde, glaube ich, spontanste Mensch, den ich nice. Kenne. Also wenn man mir sagt, jetzt wir fahren nach Italien morgen um 5 in der Früh, pack deine Sachen jetzt sofort. Geil. Das wäre das mega, ja. Ja, ja, ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Textnachricht oder Voicemail? Ich würde schon sagen Voicemail, mhm. aber nur, wenn es jetzt wirklich was ganz Langes ist, weil telefonieren, da gehe ich generell immer sehr gerne aus dem Weg. Mhm. Wenn mich jetzt jemand spontan anruft und ich nicht weiß, worum es jetzt gehen kann, dann... Aber ich würde schon sagen eher Sprachnachricht, aber wenn es jetzt wirklich sowas ist, wo ich sage, ich muss da echt drüber nachdenken, was ich da jetzt schreibe, weil wenn ich dann in der Sprachnachricht bei Minute 5 dann auf einmal anfange, irgendwas Blödes zu sagen, dann muss ich es gleich nochmal machen. Mhm. Also. Du, unser Team... wollte auch unbedingt Fragen stellen an unsere zu Gast seienden Personen. Und somit auch eine Frage an dich. Und zwar haben sie dir so ein paar wunderschönen Zettelchen geschrieben. Okay. Und jetzt würden wir dich bitten, dass du da eine rausnimmst und die einfach beantwortest. Okay. Okay, okay. Die lacht mich an irgendwie. Okay. Was hältst du von Ananas auf Pizza? Mm. Oh, viele werden mich jetzt hassen. Ich liebe Ananas auf Pizza. Viele sagen, wie kannst du das bestellen? Mm-hmm. Ich denke mir, ich liebe das. Absolut. Es ist so die Mischung. Es ist so salzig und süß und die Mischung ist einfach... Also bist du süß und bekannt? In dem Fall schon. In dem Fall. Ja. Na, ich bin da auch voll dafür. Aber, wir wünschen dir jetzt noch was. Jetzt wünschen wir dir noch was. Was wünschen wir dir denn? Die guten Feen wünschen wir dir was. Naja, dass du glücklich bist, dass du gesund bleibst, dass es deiner Familie gut geht. Und dass du immer noch lang Spaß hast an dem, was du machen kannst. Yes. Und das machst du überhaupt. Vielen Dank, Nancy! Danke, Vanessa Durchhofer!